Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Mittwoch, dem 4. November. Ja, ich grüße an dieser Stelle und wir wollen natürlich wieder den Markt beobachten. Und hierbei heute, das sehen Sie schon, das britische Pfund gegenüber dem Schweizer Franken ein Stück weit näher betrachten. Denn dieses Währungspaar, nachdem wir ja gestern das Cable besprochen haben, ist hier buchstäblich im Rausch der Aufwärtsbewegung, und das lässt sich hier unschwer erkennen, wenn man rechts oben den Tageschart betrachtet. Dazu gehen wir gleich mal ein. Ganz kurz nochmal das große Bild. Schweizer Franken Crash 15.01. sehen Sie hier. Aber wenn wir diese Sequenz mal ausblenden, diesen Schocktag und auch die nachfolgende Erholung, dann sehen wir hier im Endeffekt seit Oktober 2011 und das nun über schon Jahre hinweg eine sehr, sehr zähe Seitwärtsbewegung, die sich hier oben im Bereich um 1,5450 und hier unten im Bereich um 1,4150 plus minus 10, 20, 30, 40 Pips. Das kommt hier auf dem Wochenchart nicht genau darauf an, aber Sie sehen diese große Seitwärtsrange, die sich im Anschluss an diesen, ja, Verfall, und da sehen Sie hier sehr schön, sozusagen Anschluss. Ob das jetzt hier zu einer Bodenbildung reicht, sieht zumindest danach aus, als wäre der Abwärtsdruck beim britischen Pfund gegenüber dem Schweizer Franken trotz des Crash, den wir hier gesehen haben, relativiert. Denn Sie sehen auch, wie zügig das Währungspaar wieder auf die früheren Höchststände zurückkam. Und ja, das ist schon mal grundsätzlich gar nicht so unproduktiv gewesen. Was wir jetzt aber hier auch noch sehen, ist die Situation. Vom Crash ausgehend erstmal eine volatile Entscheidungsfindung. Dann gab es hier den Bereich um 1,4650, 4660. Der diente hier im April, Mai und auch bis in den Juni hinein hier als Widerstandszone. Kurzer Fake-out nach unten und dann gab es hier den dynamischen Aufwärtsimpuls, der hier auch im Sinne einer Art inversen Schulterkopf-Schulterformation sich hier nach oben entlud. Und ja, der Preisauftrieb führte hier, das sehen Sie eben auch sehr schön, wenn wir das mal noch vor den Crashtag zurückführen, hier ins Jahr 2014, hier eben in den Bereich 1,5450 rund. Können wir auch direkt mal so eine Art Widerstandslinie aus dem Big Picture hinzaubern. Das ist auf jeden Fall ein Bereich, der hier immer wieder interessant war. Es reichte nicht ganz bis dahin und dann im August eben sackten die Kurse durch, Aufwärtstrendlinienbruch, alles sah ganz bitter aus, aber den einzigen Widerstand hier bei 1,46 60, machen wir es mal rund. Dieser diente hier im August und dann auch nochmal nachfolgend hier im September als Unterstützung. Volatile Seitwärtsgeschiebe, erneute Bestätigung jetzt hier im Oktober. Und dann, Sie sehen es an diesem Abwärtstrendlinienbruch und Überwindung dieses Levels hier von 1, ja, 1,4875, erhebt sich das Währungspaar seither hier sukzessive nach oben. Sehr, sehr dynamisch, sehr, sehr schön. Wunderbaren Ausbruch vollzogen, Unterstützung hier bestätigt. Das sieht ganz gut aus, nachdem. Und hier muss ich zugeben, war ich auch eher shortlastig orientiert, nachdem nämlich hier diese Unterstützung bei 1,4660 hier im Zuge des Rückfalls am 13.10. unterschritten wurde, schien es mir, als würden wir hier noch eine Etage tiefer gehen. Der Bias wurde jedoch aufgrund dieser Erholung hier umgehend relativiert und mit dem Ausbruch hier vom 22.10. war hier ein mögliches Short-Setup eh passé. Jetzt aber Obacht. Grundsätzlich sieht das Währungspaar so aus, als hätte es hier das Potenzial, auch wenn diese Bewegung sehr, sehr steil anmutet, das Potenzial hier in Richtung 1,5450 anzusteigen, Schrägstrich bis zum Hochpunkt hier vom 11. August, 1,5410. Das ist das nächste Ziel. Knapp 100 Pips weg. Das ist jetzt hier keine große Hürde für das Währungspaar. Rein technisch könnte es das sogar heute erreichen, also zumindest knapp, denn die Average True Range lässt hier Niveaus um 1,5393 zu. Also rein technisch könnte es heute, wenn es hier einen Tag gibt, der der Range entspricht und das Paar bewegt sich durchaus über 100 Pips in der Historie bis in diesen Bereich raufgehen. Dort oben gilt es dann aufzupassen, was das Währungspaar macht. Ob ein Ausbruch gelingt, das wäre gerade hier auf Big Picture Gesichtspunkten ein höchst bullisches Signal, wenn das Währungspaar hier diese mehrjährige Seitwärtsrange nach oben auflöst. Letztlich aufgrund der jüngsten starken Bewegung muss man jedoch auch davon ausgehen, dass es hier erstmal ein Verschnaufen gibt. Sicherlich wäre das auch legitim, wenn das Währungspaar dann hier mal eine kleine Verschnaufpause einsetzt und hier im gegebenenfalls das Niveau von 1,5090 nochmal testet, um dann nach oben aufzudrehen. Das muss man mal abwarten. Wir haben heute auch noch 10.30 Uhr News. Aber rein technisch, ob es nun heute ein Stück weit runter geht oder eben die nächsten Tage, rein technisch sieht es eher so aus, dass wir dieses Niveau hier ansteuern könnten. Von dort wäre ein Pullback möglich, um dann gegebenenfalls, das ist hier mal ein theoretischer Verlauf, gegebenenfalls nach oben anzusteigen. Das muss man auf jeden Fall interpretieren.
Die Chancen stehen dafür gut. Sie haben vielleicht zu Beginn schon den Saisonalchart gesehen. Der sieht jetzt hier nicht so konstruktiv aus. Wir gehen mal noch mal mehr in den Dezember rein. Vorschau-Tage. Ja, sehen Sie, das sieht hier für den Dezember dann direkt auch mal gar nicht so bullisch aus, als würden wir hier groß ausbrechen. Aber es lässt zumindest hier zu, dass wir dieses Niveau testen und dann erstmal einen Rücksetzer feiern. Ob dann im Umkehrschluss der Markt hier nach oben rauszieht, das muss ich erstmal zeigen. Rein technisch wäre das Bild gegeben. Saisonal wird genau so eine Geschichte allerdings nicht gestützt. Sie sehen, die Saisonalität im Dezember ist denkbar schlecht. Also mal abwarten, was hier der Tag noch bringt. Der Tag selber heute hier, wir gehen mal in den Stundenchart. Wir haben das Vortageshoch schon überschritten, haben jetzt hier auch die Levels vom 2. November attackiert. Da stehen wir so ein Stück weit gerade dran. Das ist eine spannende Situation. Da wird es eben wichtig sein, dass wir uns jetzt da per Stundenschlusspreis drüber etablieren können. Hier aus dem Hoch vom 2. November, vom Montag. Und wenn das gelingt, dann sieht es eigentlich ganz gut aus. Holen wir uns nochmal kurz die Pivots mit rein, die ich hier jetzt gar nicht drin habe. So, Daily Pivot Points sind auch komfortabel drüber. R1 gerade hier touchiert, okay, das passt hier mit dem Hoch auch zusammen, das heißt, hier ist ein kleines Resistant Level, aber rein technisch 1,5355 und wenn sich es ausdehnt, eben sogar eben bei 1,5390, 1,54 scheint hier möglich. Demgegenüber steht allerdings die heutige FTSE-Vektorlogik, auch das will ich Ihnen mal nicht vorenthalten, die zeigt heute hier einen sehr, sehr bärischen Bias an, aufgrund der jüngsten Aufwärtsbewegung und wir sind auch hier in einem sehr, sehr hohen ADX-Wert. Das ist gefährlich. Hier kann sich ein kurzfristiger Short dann mal lohnen. Heute wäre theoretisch auch aufgrund dieser bärischen Pattern-Situation ein hervorragender Tag. Sie sehen aber, dass wir mittlerweile sogar schon 40 Pips über den theoretischen Hochs liegen. Dieser Aufwärtstrend, der hier sehr, sehr bullisch ist, sich also ergo weiter fortgesetzt hat und hier trotz des hohen ADX erstmal abzuwarten ist, bis es hier noch eine kleinere Umkehr gibt. Die kann natürlich heute kommen, dann wäre hier auf jeden Fall am nächsten Tag ein möglicher Short denkbar. Zu bedenken ist eben, so ein hoher ADX ist eben hier im Sinne der Trendimpulsivität schon mit Vorsicht zu genießen, denn wenn er sich abschwächt und da wir jetzt hier schon bei Werten deutlich über 60 sind, dürfte das in Bälde passieren. Ja, also wenn wir jetzt hier aufgrund des starken Bewegungsimpulses hier in Kürze, und das passt eben hier jetzt auch gerade zur technischen Situation auf Tagesbasis, da müssen wir direkt nochmal rein, wenn wir hier das Niveau von 1,54 ansteuern dürften heute in den nächsten Tagen, dann spricht das sehr, sehr wahrscheinlich dafür, dass wir hier einen Rücksetzer sehen, den man dann, wenn man diesen Long Trade verpasst hat, kurzfristig durchaus shorten kann. Gut, das wäre es im Prinzip mal gewesen heute für den oder das britische Pfund gegenüber dem Schweizer Franken. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein paar Einblicke geben. Ich denke, das wäre uns ein paar sehr interessant, sowohl kurzfristig Long als auch im Bälde Short. Wie weit der Short reicht, muss man mal sehen, aber ich denke, da ist auf jeden Fall kurzfristiges Abwärtspotenzial gegeben. So, dann, liebe Zuschauer, wünsche ich Ihnen jetzt erstmal einen schönen, erfolgreichen Handelstag. Ich sende beste Grüße, wenn Sie mögen. Hören wir uns heute Nachmittag beim JFT Devisenradar Webinar wieder oder dann natürlich morgen wieder 9:30 Uhr. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.